Die angesprochenen Staatsleistungen, die nicht abgelöst worden sind, meint die Besoldung von Pfarrern, Priestern, Bischöfen und anderen Geistlichen, die aus dem allgemeinen Steueraufkommen geleistet werden, also auch von Nichtgläubigen. Das wissen viele Leute nicht. Also Bischöfe erhalten Gehälter nach der Besoldungsordnung des Bundes, die für Beamte gilt. Und ein Erzbischof erhält zum Beispiel die Klasse B10, das sind etwa 12.000 Euro im Monat, plus eine Wohnung und Dienstwagen. Die im Grundgesetz und schon in der Weimarer Verfassung geforderte Ablösung von Staatsleistungen ist also seit 100 Jahren nicht vollzogen worden. Letztes Jahr wurde 100 Jahre Verfassungsbruch gefeiert, kann man wohl nicht sagen. Das sind etwa 500 Millionen Euro im Jahr. Man kann sich ausrechnen, was das in der Summe seit 1945 allein bedeutet hat. Viel wichtiger ist aber, dass nicht zu den oben genannten Staatsleistungen weitere erhebliche öffentliche Ausgaben gehören. Zum Beispiel für kirchlich betriebene Kindergärten und Schulen, für Krankenhäuser und Altenheime unter kirchlicher Trägerschaft, die aus den Sozialversicherungen gezahlt werden und nicht aus dem Klingelbeutel, dem Betrieb kirchlicher Bildungsstätten und Einrichtungen der Jugendarbeit, dem ganzen Bereich der Entwicklungshilfe und Auslandsarbeit der Kirchen. Auch der Religionsunterricht wird natürlich öffentlich finanziert, also die Ausbildung auch der Religionslehrer und die theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen. Dazu gehört der Bereich der Militär- und Anstaltsseelsorge und auch die besonderen Zuschüsse für die Kirchentage und ähnliche Veranstaltungen. Das ist nur ein Teil dessen, was wir hier so kursorisch mal aufführen wollen. Ich habe in einer Tabelle hier einmal die gesamten Zuwendungen aus Steuergeldern zugunsten der Kirche und ihrer Einrichtungen aufgeführt, bezogen auf das Jahr 2009. Das sind nur die Subventionen ohne Kirche, ohne Caritas und Diakonie. Das könnt ihr euch gerne mal im Einzelnen in Ruhe durchschauen. Wir werden die Präsentation dann online stellen. Hier haben wir nur mal zur Verdeutlichung dessen, was für den Bereich Ausbildung des Nachwuchses, Kindertageseinrichtungen, Religionsunterricht und die Konfessionsschulen im Jahr verausgabt wird, in Gelb hervorgehoben. Das alleine ist ein Betrag von 8,3 oder fast 8,4 Milliarden Euro. Und auf der nächsten Tabelle sieht man, dass die Gesamtaufwendungen der direkten und indirekten Zuwendungen sich auf einen Gesamtbetrag von 19,29 Milliarden Euro im Jahr belaufen.